Hallo und herzlich willkommen zurück bei XCOM Enemy Unknown. Wir spielen also weiter, kämpfen weiter gegen unsere Alien-Invasoren. Wieder ein kleiner Überblick, die Psi-Tests sind am Laufen, wir haben ja Psi-Kräfte. Da versuchen wir natürlich beim nächsten Einsatz die Psi-Kräfte der Soldaten auch einzusetzen, denn so können wir sie weiterentwickeln in der Forschung. Wo stehen wir? Wir haben kein Projekt am Laufen, da unbedingt weitere Waffenfragmente. Eines fehlt uns, also echt jetzt eines, um die neuen Jagdflugzeuge zu entwickeln. Denn wir haben beim letzten Mal gesehen, da haben wir bereits ein UFO verloren, das uns einfach so davon gerauscht ist. Was haben wir hier? Dazu werden wir 20 Waffenfragmente benötigen, das können wir nicht riskieren. Also, noch ein Waffenfragment sammeln. Das heißt, weiter geht's. Oh. Okay. In Indien haben wir wieder ein mittelgroßes UFO, ein Aufseher. Da müssen wir den Abfangjäger starten und Raven Nummer 3 geht ab in die Lüfte und ich hoffe, den werden wir jetzt erwischen. Die sind jetzt einiges schneller als unsere Abfangjäger, deshalb müssen wir die eigentlich beim ersten Mal schon erwischen. Ansonsten wird es schwierig. Ein Treffer und wir gehen auf Risiko und jawohl, den haben wir abgeschossen. Abfangjäger hat Zielufo angegriffen, aber aus den Augen verloren. Nein, wir haben ihn wieder nicht erwischt. Okay, sofort zweites UFO schicken, sofort. Raven 4 auch noch losschicken, komm schon. Wir müssen die neuen Abfangjäger bauen können. Oh Gott. Das ist jetzt echt scheiße. Das geht jetzt nach hinten los. Ja. Commander, Sie sollten jetzt, sich das ansehen. Den sollten wir kriegen. Wir haben einen riesigen neuen Kontakt entdeckt. Wir sehen eine enorme Energiequelle. Was immer es ist, es muss schwerst bewaffnet sein. Wir sollten uns auf großen Widerstand einstellen. Okay. Raven 1. Ab in die Lüfte. Ich bin zwar nicht sicher, ob das jetzt eine gute Idee ist. Wir werden sehen. Wir sind dran. Wir werden sehen. Oh Gott, was für ein Riesenteil das ist. Oh, Abbruch, Abbruch. Wir brechen ab. Uiuiui, da haben wir keine Chance mehr. Puh. Soll ich den zweiten auch noch losschicken, oder? Komm, ich probier's. Das wird wahrscheinlich nichts bringen. Wir müssen dringend die neuen UFOs bauen. Die neuen Abfangjäger bauen, Entschuldigung. Das wird so nichts. Das wird so nichts. Verteidigungsmatrix aktiv. Was, ein Abfangjäger hat das abgeschossen? Abgeschossen? Überwachung mit Bewegung der Aliens auf einer Abstabsstelle. Hat einen kleinen Kratzer. Oh, dieses Manöver, das hat es jetzt aber echt gebracht. Und los geht's. Okay. Also ein großes Raumschiff. Okay. Wir haben hier... Die ganze Ausrüsterei geht wieder los. Also Yusuf. Da wir ein großes UFO haben, lassen wir die Jungs mal antanzen hier. Unsere besten Jungs schicken wir. Was haben wir hier? El Conginio. Hier sehen wir, es hat sich einiges getan. Wir haben hier Madman King Groba. Und ich glaube, den nehmen wir gleich mit. Jawoll. King Groba also mit dabei. Die Psi-Fähigkeit. Jawoll, er hat die Psi-Fähigkeit. Alles klar. Das heißt, die Bewaffnung. Eine Titanrüstung anziehen. Und sollen wir hier dieses... Legierungskanone oder die Plasmawaffe? Mit der Legierungskanone müssen wir einfach sehr, sehr nahe rangehen. Und deshalb bleibe ich immer bei der Plasmawaffe. Die Pistole bleibt da. Und was nehmen wir noch mit? Ein Pulsbogen? Jawohl, wir nehmen noch einen King Groba. Nimmt noch einen Pulsbogen mit. Goliath 4 und 1, die bleiben hier. Was haben wir hier noch? Einen weiteren Sturmsoldaten. Da möchte ich aber, ganz ehrlich, den möchte ich hier ersetzen. Und zwar komplett abrüsten. Und ersetzen.
Hier muss ein Unterstützer mit. Und da haben wir neuerdings mit dabei Just Another Gamer. Oder auch Konsolenbesitzer. Just Another Gamer alias Stax. Konsolenbesitzer alias Romeo. Wen nehmen wir hier mit? Just Another Gamer ist mit dabei. Wie gehen wir vor? Zwei SAIVs. Oder zwei Sturmsoldaten. Konginia zu Hause lassen? Ja, der Scharfschütze, den nehmen wir wieder mit. Rayman, nehmen wir mit ins große UFO, ganz klar. Konginia mit dabei? Ja oder nein? Ich glaube, wir nehmen Konginia mit. Konginia ist mit dabei. Titanrüstung. Gehen wir mit Konginia das Risiko ein und gehen voll auf Angriff und nehmen die Legierungskanone? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das Risiko möchte ich nicht eingehen. Hier, bleiben wir dabei. Ebenfalls den Pulsbogen noch mit. Also, den Scharfschützen, zwei Sturmsoldaten und Goliath und ein Unterstützer. Das sollte doch klappen. Das sollte klappen. So geht's los. Jawohl. Auf geht's. Ein riesiges UFO war das. Da bin ich jetzt gespannt, was da auf uns zukommt. Liebe Freunde und Freundinnen, los geht's. Machen Sie sich einsatzbereit. Unser Operationsgebiet liegt in den Vereinigten Staaten. Anscheinend sind die Aliens in einem dünn besiedelten Gebiet abgestürzt. Sollte es dort Zivilisten geben, halten Sie sich hoffentlich fern. Okay, also UFO in den USA und ich sehe schon hier, das ist etwas Größeres. Ich bin gespannt. Unser Sky Ranger landet. Oh, direkt auf dem Raumschiff oder was? Es ist größer als alles, was wir bisher gesehen haben. Oh Gott. Gemessen am Aufprall scheint das Schiff aber in einem guten Zustand zu sein. Wir wissen nicht, was uns im Inneren erwartet. Sie sollten aber so schnell wie möglich auf die Brücke gelangen. Okay. Alles klar, dankeschön. So schnell wie möglich auf die Brücke. Und das ist ein Riesen-UFO hier. Wir sind hier direkt auf dem Schiff gelandet. Ja, und ich glaube, wir gehen da mal nach vorne. So, ein SAIV stellen wir mal an die Türe. Das zweite in Position. Another Gamer, unser Medic. Den Sniper haben wir hier noch. Wo sind unsere Läufer? Hier haben wir King Groba. Den setzen wir hier an die Tür. Konginio geht natürlich nach vorne. Okay. Erste Runde würde ich sagen, passt hier. Just Another Gamer. Hier noch in Deckung stellen. Feldposten, das SAIV auf Feldposten und den Sniper stellen wir hier noch etwas in Deckung und auf Feldposten. Okay, erste Runde vorbei. Gleich geht's weiter mit der ersten Tür, die wir öffnen. Und ich bin gespannt, was dahinter auf uns wartet. Oh, da klingt schon mal etwas ziemlich Übles. Nein, was mache ich denn? Puh, was für ein Glück. Die Türe. Ich wollte doch nur die Türe öffnen. Okay. Also weiter. SAIV wieder eins nach vorn. Und hier drin klingt es schon mal nicht so schlecht. Konginio kommt natürlich nach vorne. Was haben wir denn hier? Links oder rechts? Da kommt nichts. Oh, das sieht nach einem riesen Raumschiff aus. King Groba. Bewegen wir hier noch in Deckung. Das zweite SAIV. Ebenfalls nach vorne. Den Sniper. Den positionieren wir natürlich hier direkt. Können wir bereits auf Feldposten gehen. Hier ebenfalls auf Feldposten.
Und da hinten haben wir noch unseren Medic. Und den lassen wir etwas zurückstehen. Und auf Feldposten. Und weiter geht's. Oh, da hören wir etwas. Hier von der linken Seite. Okay. Oh, das klingt gar nicht gut. Ich habe das Gefühl, da kommt so einiges auf uns zu. Conginio geht vor und öffnet die Tür. Und was sehen wir? Wir sehen nichts hier drin. Okay. Schön mal auf Feldposten bleiben. Wir bewegen uns hier mal rein mit dem SIV. Und da drin haben wir nichts. Okay. Ebenfalls auf Feldposten wechseln. Just another gamer. Kann jetzt nachrücken, wenn wir hier nichts haben. Schön in Deckung bleiben. SIV stellen wir nach vorne. Eher offensiv. Was ist das da unten denn? Und den Sniper ziehen wir natürlich nach. Hier in Deckung bleiben, schön in Deckung bleiben. Und soll ich da unten noch etwas reinwerfen? Ich glaube, da schmeißen wir mal einen solchen Gefechtsscanner rein. Scanner. Und was haben wir da? Oh, was ist das denn? Also kein Feind da unten. Das heißt, mit King Groba könnten wir eigentlich nachrücken. Ja, wir haben nirgends Deckung. Das ist etwas schade. Okay, wir gehen nach vorne. Und da, oh Gott. Und direkt einen Riesenroboter gesehen. Und natürlich können wir nicht mehr schießen. Und die Aliens sind am Zug. Oh, ich hoffe, dass wir jetzt King Groba nicht direkt verlieren. Oh, Daumen drücken. Oh, der erste geht daneben. Der zweite ebenfalls daneben. Und jetzt kommt noch der Big Daddy. Oh, und da hinten kommt noch viel mehr. Oh Gott, was kommt denn da alles noch? Oh ja, das sind wieder die Mutants. Uiuiui, und da kommt eine Riesentruppe angerannt. Okay, jetzt müssen wir echt aufpassen. Wie gehen wir vor? Rainman, kann der da schon was sehen? Rainman sieht da nichts, oder was? Okay, wie gehen wir vor? Hier, 5 Stück. Was machen wir jetzt? Ziehen wir uns zurück hier, oder? Ich würde gerne unseren Sniper hier irgendwo hoch positionieren. Rainman, kann der da irgendwo hochgehen? Funktioniert das? Klappt das hier irgendwo hochzugehen? Nein, das klappt nicht. Okay, okay. Also aufpassen, aufpassen. Oh, und jetzt spielt die Kamera wieder verrückt. Okay. Wenn wir unseren Sniper hier nach hinten ziehen, trifft der da irgendetwas? Oh, wieso haben wir keine Granate? Granate fehlt uns jetzt natürlich. Ja, wir haben nur halbe Deckung. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich glaube, wir könnten jetzt den Sniper mal hier irgendwie nach vorne ziehen. Wir sind hier höher als sie. Puh. Soll ich den Sniper hier nach vorne ziehen oder nicht? Ich glaube... Mal sehen, mal sehen. Was können wir hier ausrichten? Hier sehen wir halt noch nichts. Hier sehen wir beinahe alles. Okay, 5 Stück. Der sieht 5 Stück. Wir müssten hier mit dem Sniper irgendwie hier reinkommen. Hier auf das Dach oder so. Das wäre natürlich optimal.
erstmals den Sniper anwählen, Rainman. Der muss sich da nach hinten bewegen. Kann der da anschließend da hochgehen? Klappt das? Nein, das klappt nicht. Okay. Na gut. Sniper bewegt sich hier nach hinten, oder? Was? Schwierig. Ist halt echt schwierig. Und wir haben natürlich wieder nur die normale Waffe dabei. Oh, das passt mir gar nicht. Okay. Sniper bewegen wir mal etwas zurück. Und der sieht immer noch was. Der sieht da noch was. Okay, Pistole kommt zum Zug. Und 100%. Na, aber hallo. Hol sie dir. Jawohl. Eine Drohne gelegt. Jetzt wie weiter? Was haben wir da noch alles? Drohne hacken? Okay. Sturm und Schuss. Ich glaube, wir bewegen den mal etwas zurück. Und wir schießen noch. Natürlich schießen wir noch. 79. Oder können wir hier? Mieser Trip. Für einen mentalen Angriff aus der... Der Schaden verursacht und die Willenskraft, Zielsicherheit und Beweglichkeit des Ziels einschränkt. Trefferchance 100%. Was haben wir denn da? Das zweite noch. Was kann der denn noch sehen? Oh, Entschuldigung. Da habe ich jetzt falsch gedrückt. Was kann der noch sehen? Okay, lediglich den. Einen. Und das machen wir jetzt mal. Was bewirkt das? Oh ja, oh. 5 Schaden hat das angerichtet. Okay. Oh, da haben wir noch eine Granate. Das ist jetzt natürlich nicht schlecht. Aber wo ist jetzt das der Riesenroboter hin? Okay, ein SAIV. Stellen wir hier noch nach vorne. Und wir schießen direkt noch. 85. 100. Komm, den hauen wir weg. Jawohl, einer gelegt. Einer ist schon mal weniger. Okay. Just another gamer. Was machen wir mit dir? Wir bewegen uns hier nach vorne. Und kann er was sehen? Nein. Okay, Conginio muss jetzt... Boah. Hier das zweite ist auf IV auch noch von. Und da ist wieder der große Kerl. Hm, das war jetzt wahrscheinlich nicht optimal. 85. Komm schon, enthaust du weg, Junge. Jawohl, der ist auch gelegt. Jetzt einfach hoffen, dass das SAIV nicht gleich gelegt wird. Wie weit kommen wir mit dieser Granate? Kommen wir bis da hinten? Nein, kommen wir nicht. Okay. Also, Conginio. Bewegt sich mal hier in... Bleibt in Deckung. Feldposten. Falls sich da irgendwas hochbewegt. Hier ebenfalls Feldposten oder... Jawohl, ebenfalls Feldposten. Jetzt bin ich gespannt, was da abgeht. Oh, oh, oh. Was war das denn? Oh, und der bewegt sich halt... Oh, und der schießt das SAIV, aber daneben. Oh ja, das war jetzt Glück. Das war jetzt Glück. Aber Glück braucht man hin und wieder. Zum Glück hat der hier daneben geschossen. Und der Mutant bewegt sich nach oben. Okay, dann sollten wir holen können. Was, der flüchtet hier, oder was? Der bewegt sich auf die andere Seite. Okay, der flüchtet. Und jetzt, wie weiter? Erstmal schauen, was kann unser Sniper ausrichten mit der Sniperwaffe? Noch nichts, noch nichts. Okay. Das ist schade. Den Sniper müssen wir positionieren können. Okay, mal sehen, was wir alles ausrichten. Hier, jetzt müssen wir mitten rein donnern. 65% und er schießt daneben. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Hier etwas nach vorne bewegen und die Granate da reinschmeißen. Ich möchte halt niemanden verlieren. Das ist unser Medic. Das ist jetzt
war ziemlich eine doofe Aktion jetzt. Und der kommt nicht so weit mit der Granate. Oh Gott.